Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann und ihren neuen Plan, beziehungsweise die Frage, versteckt sie jetzt ihr Geld? Und sie hat einiges in ihren Livestreams erzählt, wo ich sagen muss, kommt mir doch immer komischer vor. Und darüber wollte ich mit euch mal sprechen. Wenn euch die Aline Bachmann-Videos gefallen, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Schaut gerne auch in meine Playlist. Und ich würde mich auch wieder sehr über die Likes freuen. Wenn wir wieder über 1000 Likes schaffen, würde ich mich wirklich sehr freuen. Wir haben wirklich die letzten Wochen hier so viel zusammen erreichen können. Es kamen so viele neue Leute hinzu und es macht mir riesigen Spaß. Also erstmal danke an die ganzen Leute, die so aktiv sind. Ja? Ansonsten geht es jetzt um das Thema, was ist bei Aline Bachmann jetzt gerade los? Gibt es einen neuen Plan? Und da muss man sagen, es gibt ja jetzt Gerüchte, beziehungsweise sagt sie ja selber, dass sie die Stadt verlassen möchte. Und da werden auch schon Städte genannt und ich habe auch eine besondere, die ich jetzt hier allerdings nicht nennen werde, weil ich ihr jetzt auch diese bisschen Privatsphäre auch gönne. Auch ich wurde jetzt kritisiert, dass ich ja so private Dinge von ihr hier, wie bei eBay Kleinanzeigen, thematisiere und es doch gar nicht sicher sei, ob das jetzt von ihr ist oder nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nie gesagt, dass es hundertprozentig von ihr reingestellt wurde. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwelche Leute und welche Fotos da reinstellen und dass es dann gar nicht wirklich zum Verkauf steht. Ich habe es hier nur mit reingenommen, weil ich es persönlich recht interessant finde, den Fakt. Denn es sind jetzt einige Indizien dazugekommen, dass sie gerade ja schon Geld verdient und auch Gelder einnimmt. Und selber dann auch im Livestream behauptet, dass sie ja diese Gelder versteckt. Und wenn man jetzt überlegt, dass es Leute gibt, die ja von ihr Geld zu bekommen haben, Unternehmen oder auch YouTube-Kollegen und Co., Gläubiger insgesamt, die möchte ich jetzt mal so als Gläubiger sehen, ja, also zusammenfassen, die von ihr Geld zu bekommen haben, ja auf ein paar Gericht teilweise schon beschlossene Sache ist, ja, wo man sagen kann, okay, das ist doch dann schon ein bisschen unfair, wenn dann Dinge behauptet werden, ja, bei einem läuft es ja, man verdient ja bei TikTok und Co. und dann das Geld anscheinend nicht mehr auf das eigene Konto kommt, sondern eventuell andere Leute ihr TikTok führen und die das Geld dann bekommen oder sie dann dann über eBay Kleinanzeigen Dinge verkauft und das dann vielleicht auch bar bekommt, das Geld, und somit natürlich keiner eine Kontrolle hat, was da an Geldeingängen kommt und somit auch die Gläubiger erstmal auf der Strecke bleiben und eventuell dann sogar so ein Insi-Modus irgendwann gestartet wird, wie bei ApoRed, und das Land verlassen wird und Co. mit dem ganzen Bargeld und dann ist man nicht mehr auffindbar. Ja, um das hier auch mit zu dokumentieren, finde ich das schon wichtig. Und ich mache jetzt hier keine Mimi-Videos, wo ich irgendwelche Personalausweise von der Mutter und Co. raussuche. Das finde ich dann auch too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich jetzt auch kein großer Fan, auch wenn es natürlich unterhaltsam ist. Aber irgendwelche privatesten Dinge von der Familie, von den Freunden und Kontodaten und wie viel Geld sie verdient und wo sie mal einen Kredit hatte und nicht, das geht mich persönlich nichts an, würde ihr, glaube ich, auch nicht cool finden. Jeder hat irgendwie seine Dinge, seine privaten Sachen und das muss jetzt nicht sein. Ja, da gibt es ja auch Datenschutz und sowas, finde ich mal persönlich ein bisschen schwierig. Aber ich finde, das ist jetzt so ein Ding, wo ich noch sage, okay, wenn sie jetzt ganz offen damit umgeht, dass sie Gelder versteckt, ja, die sie so verdient oder bekommt, dann finde ich das halt schon heftig den Leuten gegenüber, die halt noch Geld von ihr zu bekommen haben. Von daher werde ich das euch jetzt hier mal so aufzeigen, was sie da so behauptet hat. Und ihr könnt mal unten reinschreiben, wie ihr das jetzt momentan auf TikTok so empfindet. Da werde ich nochmal ein gesondertes Video machen, wo sie auch nochmal so ein bisschen sich da zeigt, wie sie dort das Geld auch verdient. Aber seht jetzt erstmal selbst, was sie zu erzählen hat. Schon fast kaum 9,2 läuft bei dir. Natürlich läuft bei mir. Man muss nur wissen, wie man sein Geld irgendwo versteckt. Ich hoffe, er findet dann nicht eure neue Adresse raus. Das wird schwierig, Leute, die neue Adresse rauszufinden. Wir bekommen da keine Post hin. Die Wohnung läuft auf einen anderen Namen. Von einem absoluten No-Name, den wir nicht kennen. Also niemals kriegt er die neue Wohnung raus. Wir haben nichts per E-Mail gemacht. Wir haben alles schriftlich gemacht, von Face to Face. Auch wenn er mich wieder irgendwo hackt, das kriegt er niemals raus. Wo wir jetzt hinziehen oder wo wir wohnen. Es findet auch kein Umzug statt, ja. Also wir haben ja hier in der Wohnung alles verkauft, so dass auch keiner sieht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wenn man jetzt auch andere Livestream-Ausschnitte sich anguckt und sie dort auch ganz offen mal so sagt, ja,
sie steht ja gar nicht mehr auf dem Klingelschild in Zukunft drauf und die Wohnung ist nicht auf sie angemeldet in Zukunft, dann finde ich das auch so ein bisschen schwierig, weil es gibt ja eine Meldepflicht in Deutschland und wenn jemand Wichtiges, ja, ob es jetzt ein Gericht ist oder die Polizei oder und jemand, ein Gläubiger, ein Unternehmen, eine Person erreichen will, dann muss man ja eine Anschrift haben und auch irgendwo gemeldet sein. Und wenn sie da nicht gemeldet ist bei der neuen Wohnung und auch gar nicht auf dem Klingelschild steht, dann weiß ja niemand, dass sie dort wohnt, finde ich jetzt. Das klingt jetzt auch schon alles ein bisschen komisch. Ja? Und wenn man jetzt die Vorgeschichte mit den eBay-Kleinanzeigen, wenn es jetzt wirklich von ihr ist, wo es auch öfters Bargeld ja, gibt für die verkauften Dinge, oder halt auch die Gelder verteilt, die man so bei TikTok und Co. einnimmt, dann ist das natürlich schon ziemlich krass. Und da könnt ihr natürlich gern anderer Meinung sein, aber dann finde ich das halt immer noch sehr wichtig, auch zu sagen, okay, mir kommt das jetzt ein bisschen komisch vor. Und wenn man dann halt auch im Livestream hört, was sie da noch so alles macht, keine Ahnung, also zum einen, so blöd kann man doch eigentlich jetzt nicht sein, so offen seine Dinge dort zu erzählen, die man dort macht. Auf der anderen Seite wäre das natürlich der nächste Fehler, den sie begeht. Also sie sollte wirklich dringendst vermeiden, jetzt noch weiteren Blödsinn zu bauen, um jetzt noch, sich noch mehr Probleme zu machen. Weil wie gesagt, das Geld steht den Leuten zu und ihr habt ja vielleicht auch von der WBS-Kanzlei gesehen, dass das auch noch Jahre später, ja, trotz Insi-Modus und Co., die Leute ihr Geld noch wiederbekommen können und auch das Recht darauf haben, was ja auch richtig ist. Dann sollte man irgendwie gucken, dass man das besser macht, als sie das jetzt gerade. Ja? Und ich halte das jetzt momentan wirklich für sehr, sehr heftig und vielleicht sogar für das Ende von Aline Bachmann, wenn das so weitergeht. Denn sie wirkt wirklich ziemlich konfus, auch in den Livestreams, ziemlich frustriert. Denn sie wechselt auch oft die Charaktere. Ja? Mal ist sie irgendwie diese lustige mit dem sächsischen Akzent. Dann gibt es aber auch wieder die Momente, wo sie dann ja, sehr ernst wirkt und niedergeschlagen, ja, dass da die Geschäfte auf TikTok auch nicht mehr so gut funktionieren. Dann ist sie teilweise auch beleidigt. Ja. Es werden ja auch Leute angeschrieben, aber dann werde ich noch ein gesondertes Video machen von den Leuten, die Aline Bachmann jetzt nicht so mögen. Da werden die Supporter angeschrieben und da wird denen gesagt, Mensch, spende da möglichst jetzt nicht so viel, die hat das und das auf dem Kerbholz. Das kriegt natürlich Aline Bachmann im Hintergrund auch mit und ist not amused gewesen. Aber das werde ich dann, glaube ich, im nächsten Video mit euch nochmal durchgehen. Finde ich persönlich ganz interessant. Also wenn euch das Ganze hier noch interessiert, bleibt gerne kostenlos am Ball, lasst ein Abo da, folgt mir überall bei der täglichen Dosis Trash. Es lohnt sich, wie ich finde. Und schreibt gerne unten rein, wie ist jetzt euer Empfinden? Bin ich da irgendwie so auf der richtigen Spur oder sagt ihr, nee, das geht vielleicht sogar jetzt irgendwie in so eine Richtung, die jetzt irgendwie falsch sein könnte? Ja, schreibt das gerne auch mit eurer konstruktiven Kritik unten rein. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Lasst gerne auch ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der täglichen Dosis Trash. Und ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall wieder trashig und ich glaube, ein bisschen Bachmann kommt demnächst auch wieder. Bis dann und ciao, ciao.